So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mein Test. So, weiter geht's. Achso, halt ihn auch. Was ich tatsächlich gerne machen würde jetzt, endlich mal, ist tatsächlich die WLAN-Dinger da reparieren. Ja, unsere Transmitter und Receiver. Ach, siehst du, was ich auch noch. Ach Gott, habe ich auch noch vergessen. Ja, komm, wir gehen einfach mal. Wir gehen. Wie gehen wir noch mal? Wie gehen wir zum Spawn? Was ich nur unbedingt zeigen möchte, was ich auch noch gemacht habe in der Woche jetzt. Dazu gehen wir mal zum Spawn und laufen hier den Weg Richtung. Keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ja, da ist ja unsere Let's Play Hütte. Auf jeden Fall laufen wir jetzt durch den Bahnhofs hier Bereich durch. Ich hätte vielleicht was zu essen einpacken sollen. Wobei, wir haben ja was. So. Wir haben ja ganz viel. Wie breit muss die Steinumrandung sein, damit kein Gras drüber wächst? Gras. Was? Wächst überhaupt nicht auf Stein. Ja. Also reicht einer Breite. Ups. Bäh. Was mache ich hier gerade? Ich sehe das Mikrofon. So, wir klettern mal hier unseren wunderschönen Turm hoch. Den müsste ich eigentlich auch mal, by the way, beleuchten. Für nachts und so. Hier fehlen sowieso noch Laternen. Aber dadurch, dass er hier quasi, wie sagt man, also nicht Hinterwelt, aber hier wohnen halt kaum noch Leute. Deswegen ist natürlich hier auch kein Gebiet, was jetzt unbedingt beleuchtet wird. Weil hier keiner Zuständigkeitsbereich hat. Hier müssen die Leute selber sehen, wie sie klarkommen. Von daher weiß ich auch nicht, ob hier Beleuchtung sinnvoll wäre. Ja, hat man im Echten genauso, dass in Städten ist natürlich alles beleuchtet, klar. Aber sobald man in ländliche Regionen kommt und auf etwas abgelegene Straßen, wo halt keine Häuser mehr sind oder ähnliches, dann sind die auch in der Regel nicht mehr beleuchtet. Da muss man entweder als Autofahrer sein Licht einschalten oder halt als Radfahrer auch sein Licht einschalten. So, wir sprinten mal ganz kurz zu meinem Hotel, denn dort hat sich ein bisschen was getan. Die Tunnel waren ja schon immer beleuchtet, ne? Sonst wäre es hier drin stockdunkel. Achso, siehst du, was sich auch getan hat? Da hinten ein Zaun. Ne, da hinten war ja der Wegbereich, der unfertig ist. Wo halt auch Baustelle aktuell ist, ne? Weil er halt noch nichts weiterführt. Ne, sieht man hier schon so ein bisschen so. Dementsprechend ist jetzt hier auch Zaun. Wegen, weil Eltern haften für ihre Kinder und so. Kennt man ja. So, und hier ist jetzt der Weg zu meinem Hotel. Und hier hat sich doch einiges getan. Tada! Der Weg wurde ein bisschen fortgeführt. Schön mit Bäumen. Guck mal, da ist auch die fliegende Insel von Sören. Die hat sowas ähnliches gemacht. Ah, man hat hier auch richtig schön Parkbereich und eine Anbindung zum Hotel an sich. Schön mit Bäumen. Jetzt auch hier alles begrünt. Ne, mit hoffenweise Bone Meal habe ich hier reingebuttert. Alles schön gedingstert. Und wie man hier sieht, auch noch ein Abzweig gemacht zu meinem AKW. Hier mit den großen Freileitungsmästen. Die ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben groß wirken, aber ganz. Pff, ist halt so. Ne, und hier überall auch ein bisschen Grünstreifen. Hier ist dann auch so parkbereit für die ganzen Autos und so. Keine Ahnung.
Und dann kommt man halt hier über die ganzen Grünstreifen in die ganzen Gebäude rein. Vielleicht mache ich hier noch richtige Wege hin. Weiß ich noch nicht. Ich würde das jetzt erstmal so lassen, weil ich hier noch keinen Plan habe, wie ich das machen würde. Deswegen ist es jetzt mal alles überall Grünstreifen. Und man kann quasi auf den Steinwegen langlaufen. Ne, so ungefähr. Ja, aber man hat jetzt hier schön Parkbereich, wo man ankommen kann. Und dann in die ganzen Gebäude reinkommt. Und vor allen Dingen halt hier schön Bereich für das Hotel. Hier mit schönen Parktaschen. Dann kommt man hier direkt in das Hotel rein. Nice. So soll das sein. Kann ich auch noch mal ein bisschen hier fromm die Luft auszeigen. Sieht schon sehr schnieke aus. Warum habe ich. Oh, hat unbegrenzte Sicht aktiviert. Habe ich schon gewundert, warum sie gerade so stockert. Boah, Alter. So, drei Bilder pro Sekunde. Ah, hinten geht's, weil er noch nicht geladen ist. Aber da ist halt der gesamte Spawnbereich. Da hinten ist unsere Let's Play-Hütte. Oh, da haben wir voll krass 8 Bilder pro Sekunde. Nice. So, oh, ein bisschen besser. Haben wir immer 50 Bilder pro Sekunde. Was vor allen Dingen an den ganzen Objekten liegt. Oh, wow, wir haben sogar 60 Bilder pro Sekunde. Cool. Okay, beim Hotel haben wir nur noch 40 Bilder pro Sekunde. Was halt vor allen Dingen, wie gesagt, an den ganzen Objekten liegt. Ja. Denn was bei meinem Test leider immer noch schlaucht, sind halt solche Sachen wie die ganzen Dora zum Beispiel oder Sachen wie hier diese Lampen und ähnliches. Ich weiß nicht, warum mein Test ist bei jeder, also warum das mein Test so häufig berechnet und es nicht einfach nur einmal berechnet und es einfach den Rest der GPU überlässt. Weil hier ist ja nichts, was irgendwie aktiv ist. Ne? Hier ist kein Mesecom drin, hier ist keine Tube-Technik drin, hier sind nicht mal Dora drin. Das heißt, diese Lichtpunkte hier, die könnten einfach stationäre Lichtpunkte sein, das Rest macht dann die GPU. Aber mein Test scheint da doch immer noch ein bisschen zu berechnen, welcher Block wie hell ist. Für den Fall, dass es für voll irgendeine Sache gebraucht wird. Ne? Und das scheint das wohl in jeder im Durchgang zu berechnen. Weil es könnte ja sein, dass es hier so dunkel ist, dass hier drin zum Beispiel Monster spawnen können. Dementsprechend. Was? Willkommen. Schneegr gehen raus. Schöne Grüße gehen raus. Ah. Ich weiß gar nicht, ob Sören das gleiche Problem hat wie ich oder zumindest ein ähnliches Problem. Weil bei ihm funktioniert Ö und Ö, also die ganzen Umlaute und SZ auch nicht. Bei mir funktionieren sie zwar, aber es kommen halt andere Zeichen raus. Und da kommen ja hier immer diese super stylisch. Okay, ist jetzt bei euch jetzt sehr klein. Super stylischen Hieroglyphen raus. Ja. Ist aber bei mir nur in meinem Test so, ne? Alle anderen Programme überhaupt kein Problem. Und das Witzige ist ja, wenn ich jetzt hier sage, ich gehe kurz auf Screen-Modus, ich gebe das mal hier kurz weg und öffne mal Featherpad. Wenn ich jetzt hier in Featherpad schreibe, Hallöchen, ne? Mit Ö, oh, aber ohne A. Und das jetzt hier von hier raus kopiere, so, verwerfen, hopp. Und hier jetzt einfüge. Das funktioniert. Jetzt haben wir ein schönes Ö. An alle. So, ne? Jetzt haben wir ein schönes Ö. Das klappt. Aber hier drinnen Ö schreiben, dann kommt halt so ein komisches, keine Ahnung, was das für ein Symbol sein soll. Ja, keine Ahnung. Deswegen, also, das muss schon irgendwas in meinem Test sein, dass der irgendwie die Input-Library oder sowas verkackt. Man weiß es nicht. Gut. Dann gehen wir mal wieder zu uns nach Hause. Perfekt. Und wo waren wir gerade? Ach ja, genau. Wir wollten ja in dem Hotel
die ganzen Transmitter und Receiver kombinieren. Warum schockert das schon wieder so? Ach so, weil ich im Fenstermodus bin. Nee, jetzt bin ich im Fenstermodus. So rum. Ah, wieder fließend 60 FPS. Sehr geil. Am Spawn bin ich fertig geworden mit der Artburg. Nur noch Weinrichtung von dem Gebäude. Was? Nur noch Weinrichtung von den Gebäuden. Achso, Einrichtungen. Macht Sinn. So. Die Dinger hier. Die müssen wir jetzt alle reparieren. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da jetzt einfach per Noclip immer reingehe. Vor allem die Dinger sieht man halt selbst mit Noclip nicht wirklich, weil es halt massive Blöcke sind. Das heißt, es wäre tatsächlich fast besser, die Dinger einfach mal abzubauen. Problem ist, wenn ich die Dinger mal abbaue, dann kommen daraus immer Cobblestone-Platten zurück. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Vor allen Dingen brauche ich auch eine Spitzhacke. Oh, habe ich eine dabei? Ah ja, ich habe eine dabei. Gut. Mal gucken, wie das läuft. Ups. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Ja, und wie man sieht, bei beiden Cobblestone-Platten. Das ist dezent traurig. So, das ist HR6. Das Problem ist, hier neue Namen eintragen geht halt seltsamerweise auch nicht. Man sieht immer noch, hier steht HR6. Also er übernimmt auch keine Channel-Namen mehr. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Aber auf jeden Fall müssen wir das Ding jetzt einmal abbauen. Hinsetzen. Jetzt HR6. Was ich jetzt ändere? Ja, guck mal, jetzt ändert er es auch, ne? Jetzt steht hier unten dieses ganze Blablabla mit bei. Das heißt, normalerweise Namen ändern geht. Einmal wieder auf HR6. Oh, siehst du, jetzt übernimmt das 1:1. So, müssen wir noch da oben das Ding austauschen. Und, worum das Ding war. Ach da, sehr gut. Zufallstreffer. So. HR6. Ja, und wir werden natürlich eine ganze Menge Cleanstone-Dinger brauchen. Aber jetzt sollte der Raum wieder funktionieren, richtig? Ja. Geil. Gut. Das heißt, wir brauchen eine Menge Cleanstone. Wow. Und dann können wir die ganzen Räume reparieren. Das klingt ja nach Spaß. Für die ganze Familie. Cleanstone haben wir unten, wenn überhaupt. Wahrscheinlich müssen wir welches machen. Ah, oh, wow, 1800. Okay, wir haben genug. 2 Stacks sollten locker reichen, dürfte sogar viel zu viel sein. Und wir brauchen, das waren 8er Platten, ne? Ne, 16er Platten? Warum so verschwenderisch? Gut, ich meine wahrscheinlich für die Optik, weil es einfach wirklich besser aussieht. Ich nehme auch mal so ein Stack. So. Passt. Weil das Problem ist, die Dinger hier, wenn ich jetzt die Dinger rekombiniere, bekomme ich daraus nicht 16. Also normalerweise würde ich daraus ja 8 Platten bekommen, ne? Weil, jetzt muss ich nachdenken. Wie rum war es die Logik? Also normalerweise würde ich aus 64 16. Platten würde ich ja 4 ganze Blöcke zurückbekommen. Aber das Problem ist, eher, ne, um daraus 4 Blöcke zu machen, müsste ich ja hier 16 Stück reinpacken. Und das geht aber nicht, sondern man packt halt nur 8 rein und bekommt daraus dann halt einen Block zurück. Und bekommt dafür aber bloß einen halben zurück. Andersrum, das heißt, wenn ich jetzt hier raus wieder so eine Blöcke mache, bekomme ich zwar tatsächlich 4 Blöcke zurück, also das stimmt, aber beim Produzieren hat man gesehen, wenn ich jetzt hier einen reinpacke, so rum was nehme ich, genau, würde ich ja aus einem Block 8 Achtelplatten bekommen, aber 16 Sechzehntel. Und man bekommt trotzdem nur 8 Sechzehntelplatten.
Das heißt, hier, ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben, aber das hier ist ein bisschen verschwenderisch. Und deswegen mache ich, wo es geht, nur Achtelplatten und keine Sechzehntelplatten, auch wenn die teilweise schöner sind. Aber ich sag mal so, beim Hotel, da kommt es wirklich auf Optik an. Von daher nehme ich da wirklich die Sechzehntelplatten. Und ganz ehrlich, ich meine, bei Stein bekommen wir so viel, das ist wirklich auch drauf geschissen. Aber das ist der Grund, warum ich immer mit diesen Sechzehntelplatten immer so vorsichtig bin. So, wollen wir die jetzt? Warum sind die jetzt da oben? Weg damit, ich fülle dir da und einmal da. Dankeschön. So, wie kann ich die jetzt? Ach ja, zum Platzieren muss ich ja mit diesem Replacement-Tool arbeiten. Ne? Ich kann ja gar nicht so platzieren. Haben wir eins dabei? Replacement-Tool, ich komme. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Eine Scheiße. Ein Marathon hier schon wieder. Wo sind denn meine ganzen Tiere hin? Ich habe vorhin zum Aufräumen am Spawn habe ich Clear Objects gemacht. Und dabei werden auch die Tiere gelöscht. Da war ja was. Also ich meine, dass Tiere gelöscht werden, wenn man Clear Objects macht, ist völlig klar. Aber ich dachte, in dem Moment, wo man die mit Name Tag versieht, wenn die quasi als, also wenn die dann wiederhergestellt durch die Farming-Mod, durch die Mobs-Mod. Aber nee, trotzdem nicht. Nee, weil man kennt es ja von vielen anderen Sachen auch, hier zum Beispiel bei den ganzen Drawern. Da hat man ja auch hier diverse Entities. Aber wenn ich Clear Objects mache, werden die Dinger ja auch gelöscht, die ganzen Icons hier. Und wenn man aber weggeht und wieder hingeht, werden sie wieder erzeugt neu. Und ich dachte, bei geschützten Tieren werden die auch einfach wieder neu erzeugt, sobald man da hingeht. Aber nee, dem ist wohl nicht so. Also sind unsere ganzen Tiere schon wieder weg. Oh Mann. Na gut, was soll's denn? Das ist halt so. So, wir brauchen die Replace-Mod. Die müsste unten sein, ne? Okidoki. Brauchen wir noch irgendwas? Wir brauchen die Spitzhacke zum Abbauen. Da brauchen wir die Clean-Dinger, um die neu ranzumachen. Und dafür brauchen wir die Replacement-Mod. Wir brauchen kein Mesekon und sonst brauchen wir eigentlich auch nichts. Und wenn doch, laufen wir halt nochmal. Let's go. Das klingt doch nach einem Plan. So, hier. Bam. Und jetzt wird es spannend. Jetzt brauche ich bei der Replacement Mod, muss ich jetzt einen bereits vorhandenen markieren. Den hier zum Beispiel. Und den kann ich jetzt hier vorklatschen. Nein. Oh Gott, wie geht das? So. Genau. Perfekt. So. Hier genauso. Hier kann ich jetzt dich kopieren. Und an die. Oh Gott. So kleiner Punkt, Alter. Ich muss jetzt genau diese Kante da treffen. Jawohl. Und hier muss ich jetzt auch genau die Kante treffen. Haha. Sehr geil. Cool. Raum 1 von 12 fertig. Und das Ganze jetzt noch 11 Mal weiter. Okay. Ist er hier auch dort? Ja. Nicey-dicey. So. Ihr könnt weg. Ich brauche ich hier nicht. Davon reicht auch ein Stick erstmal aus. So. Jetzt, oh, scheiße, wie ist denn der Raum? Das müsste ja HR5 gewesen sein, ne? Genau, das HR4, also war das der HR5. Okay. Gut. HR5. Mann. HR5. HR5.
Und jetzt kommst du daran. Und hier muss ich die andere wieder kopieren. Okay, ich glaube, die Platten mache ich dann später erst, weil ja, die muss ich halt jedes Mal erstmal von woanders kopieren. Hat also Zeit. So, achso, erstmal probieren, ob es auch funktioniert. Ha. Müsste aber eigentlich. Ja. Perfekt. Sehr gut. So. Oder habe ich jetzt noch einen Stein geklaut? Ah, egal. Sieht man später eh nicht mehr. So, hier ist nämlich jetzt HR4. 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 So. Funktioniert. Explosion. Hey. Oh, wow. So, das war das. Dann geht es hinten weiter. Doch schneller, als ich gedacht habe. Gut, wobei wir auch noch die ganzen Dinger daran machen müssen. Eigentlich kann ich die schon direkt wieder ranmachen. Die habe ich ja in der Zwischenablage. Perfekt. So. So, hier müsste es jetzt auf der Seite sein, ne? Oh, nee. Aha. Oh, HR3. HR3. Witzig, wie sich die Dinger immer rotieren, sobald sie Namen bekommen haben. HR3. Ah, schon ist angegangen. Sehr geil. Okay. Funktioniert. Oh. Hier war irgendwas mit Dronix HR2, ne? Oder habe ich mich gerade verlesen? Nee, das war Katronix-HR2, ne? Lol. Funktioniert. Habe ich hier Ding wieder drauf geklatscht? Ja. Hier ist wieder HR1. Ah. Ich muss mal gerade ganz kurz. Recordings, OBS. Ich muss mal ganz kurz hier direkt mal im Video nachgucken. Genau, das war R3. Ach, Hotel R2 war das. Da habe ich da echt verschiedene Namensschemes verwendet. Lol. Sag doch, dass da stand irgendwas mit Dronix, aber eben Dronix war in der mittleren Zeile. Okay. Ja, Hotel R2 stand da. Okay. Lol. Sehr interessant. Na gut. So, weiter. Egal, wir bleiben einfach bei HR. Wahrscheinlich da überall anders so gemacht zu haben. Von daher bleiben wir so. Müssen wir jetzt was gucken? So. Draußen wird es doch gerade dunkel. Kann man mit dem Licht gleich viel besser kontrollieren. So. Oh. Jetzt habe ich hier gerade irgendwas mit Mesokon abgebaut. Was zur Hölle? What the fuck? Wieso war hier Mesokon? Was habe ich denn hier gemacht? Hier geht Mesokon lang? Ach,
Ach ja, bei den oberen Räumen habe ich ja direkt mit Mesocon gearbeitet. Da habe ich ja gar nicht. Ach, da müssten die Räume ja funktionieren, oder? Habe ich die oberen Räume nie kontrolliert gehabt? Stimmt, die oberen Räume funktionieren alle noch. Lol. Stimmt, genau, hier oben konnten wir ja mit dem Mesocon arbeiten und erst dann haben wir unten die Räume verkabelt und weil wir hier keinen Platz mehr hatten, weil hier ja der Boden ist, konnten wir unten das nicht verkabeln und deswegen habe ich unten mit diesen WLAN-Dingern gearbeitet. Ah, da war ja was. Oh mein Gott. Ja, hier oben funktioniert alles. Cool. Sparen wir uns eine Menge Arbeit. Dann muss ich jetzt also bloß noch die ganzen Dinger wieder ranklatschen hier. Guck mal, hier oben habe ich nämlich Achtel hingemacht. Keine Sechzehntel. Okay. Egal. Wir kopieren jetzt aber mal ein Sechzehntel. Also dich zum Beispiel. Und jetzt klatschen wir das Ding überall ran. Also hier zum Beispiel. Und da. Da so. Uah. Ich habe gerade irgendwo hingeklickt. Hä? Was mache ich denn hier? Wait, was? Was ist gerade geschehen? Oh, ich habe kopiert. Leck mich. Ich dachte schon, ich habe jetzt gerade irgendwo aus Versehen was platziert, aber nee. Ich habe was kopiert aus Versehen. So, das bitte hier einfügen. Danke. Arschloch. So, und oben habe ich jetzt überall Achterdinger dran oder was? Ah, genau, weil es hier immer bis nach ganz oben geht. Deswegen habe ich hier mit Achtern gearbeitet, was nicht wirklich Sinn macht, aber egal. Egal. Ja, funktioniert ja wieder alles. Man sieht nur, wenn es draußen dunkel ist, ist es hier in einer, wie sagt man? Also, ne? In dem Bereich halt hier auf jeden Fall sehr dunkel. Vielleicht sollte ich hier immer auch noch irgendwelche Deckenstrahler reinklatschen. Wäre vielleicht sinnvoll. Ne, hier unten habe ich. Ne, wohl da und. Okay, hier unten fehlt auch noch ein bisschen Licht. Wir sollten hier also auf jeden Fall noch ein bisschen Licht nachrüsten. Das ist hier doch relativ dunkel. Es ist sogar sehr dunkel. Ist ja hier schon eine erhöhte Unfallgefahr, ne? Na gut. Das ist aber auf jeden Fall etwas für eine spätere Folge. Für die Folge ist erstmal alles gut. Und dann sehen wir uns später wieder. Oder so ähnlich. Genau. Na dann, bis dann.